Meiner Meinung nach ist jetzt speziell im Skigebiet. Bei Chimia redet direkt, redet mit Südtirol und wegen der Identität redet sie mal eine Sprache. Die Skigebiete meiner Meinung nach sind in Südtirol mittlerweile so weit ausgebaut, dass es für momentanen Tourismus wie für die Zukunft wahrscheinlich reichen würde. Ob das jetzt im Nachhinein verlängert wird oder nicht, das hängt noch davon ab, was da Einheimische, das heißt in Gegenden. Wo es mir zum Beispiel, mir persönlich, sehr nicht aufholt, wenn ihr hört, dass ein Skigebiet, zum Beispiel das Schulden, was krass genug ist, die Frechheit besitzt, ein einzigartiges Naturgebiet, Weltkultur, Naturgebiet, hinten ins Mandeltor erschließen. Also wenn solche Sachen passieren, dann sind wir sicher nicht auf dem richtigen Weg. Und deshalb hat sicher jeder Hotelier, was eigentlich in Sulden lebt und wohnt, hat ein Drehlicht, was er zur Verfügung hat, ausreichen zu können. Und das ist, um dabei zu bleiben, wegen der eigenen Kultur, die eigene Identität auszuleben, ist, wenn ihr Südtiroler da allein zuschauen und mir nicht dagegen sorgen, dann wird uns die Identität verbannt. Wenn man seine Touristen da, die was das natürlich auch so unnehmen, wie es da ist, und das wird natürlich auch so akzeptiert, das schaut natürlich auch so aus, als ob wir das alles so wollen, weil ich kann etwas dagegen sagen. Und ich hoffe, dass du in Zukunft, in naher Zukunft, dass die Gratwanderung aufrechterhalten bleibt zwischen der notwendigen Verbauung, um dass die Touristen trotzdem noch kennen, was sehr wichtig sein, und der Erhaltung der momentanen Kultur- und Naturlandschaft, dass der Einheimische auch noch frei hat und dort bleibt. Und nicht in der Toskana regieren muss, dass er mir und etwas zu wandern findet, was kann nicht gibt. Dankeschön. Ja. Ich möchte dazu schon Folgendes sagen, vielleicht wissen das viele nicht, aber in Südtirol haben wir einen 10-Jahres-Plan für die Lifte und für die Pisten. Also 10 Jahre wird vorausgeplant, der 10-Jahres-Plan ist 1999 genehmigt worden und kann wieder 2009 revidiert werden. Deswegen ist es nicht so, dass man da überall alles machen kann, nur so, da muss einfach in diesem Fachplan das drinnen sein. Zuzüglich möchte ich nur was ganz kurz sagen, weil man glaubt dann immer, das wird dann auch geplant und dann wird es auch so gemacht. Im Jahre 1994 war nur vorgesehen, dass in Südtirol die Pisten auf 4.121 Hektar ausgedehnt werden können und im Jahre 2004, also sie hätten können, um 400 Hektar hätte man können dazu bauen, also Pisten, und dabei sind diesen im Jahre 1900, das heißt 2004, sind es insgesamt 3.779 Hektar, also sind 100 Hektar dazugekommen, man hätte 400 Hektar bauen können. Also es ist nicht so, dass man da nur drauf losbaut, man muss schon schauen, ob das wirtschaftlich ist. Eine Piste bauen ist keine Kleinigkeit, deswegen hätte ich da nicht so viel Angst, dass man da überall und überall Pisten baut. Zum Zweiten noch, was der Franceschini richtig gesagt hat, wir haben effektiv zu wenig von den Einheimischen gesprochen. Aber da möchte ich vielleicht noch etwas sagen, wenn die Südtiroler so viele Möglichkeiten haben, in Südtirol auch Sport zu betreiben, ich sage auch Ski zu fahren und auch andere Sachen, natürlich Bäder und Fußballplätze und so weiter, dann können wir das hauptsächlich auch den Touristen verdanken. Also wenn wir die Touristen nicht hätten, dann würde es diese ganzen Möglichkeiten, die wir derzeit haben, nicht haben. Und ich kann euch etwas genaues sagen, zum Beispiel gerade in Raum Gröden, wo wir natürlich sehr viele Touristen haben, aber in den normalen Sonntagen im Jänner oder Februar und so weiter, da haben wir an den Sonntagen 20% der Gäste sind Einheimische. 20%. Also das ist keine Kleinigkeit und da sieht man einfach, dass man dadurch
dass man eben Touristen hat, können eben die Einheimischen auch diesen Sport betreiben, so wie sie eben andere Sportarten betreiben können, weil es eben die Touristen gibt. Wir dürfen das einfach nicht vergessen, was wir da zu verdanken haben, wenn wir auch den Wohlstand haben, den Sie ein bisschen herunterspielen, aber ich möchte nur ganz eine Kleinigkeit sagen, und das ist schon interessant. Ich bin in St. Pistina geboren und 20 Jahre lang, von 1950 bis 1970, hat es keinen Akademiker gegeben, also keiner, der studiert hat. Also 20 Jahre lang hat es niemand gegeben, der die Möglichkeit gehabt hat, also ökonomisch, wirtschaftlich, die Kinder auf die Universität zu schicken. So war die Situation. Jetzt natürlich leben wir ganz in einer glücklichen Situation und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir eben, ich würde sagen, nicht in ganz Südtirol, aber fast in ganz Südtirol, diesen Wohlstand wirklich dem Tourismus zu verdanken. Nein, Entschuldigung, nicht so gemeint. Ich würde sagen, wir gehen dann in die Endrunde und denken, welche Visionen, wie stellen wir uns dann vor, wie könnte man aus diesem Dilemma herauskommen? Voglio rispondere a questa domanda riprendendo i temi che sono stati trattati. Una cosa che secondo me bisogna assolutamente fare per il futuro è continuare a pensare che le cose di cui stiamo parlando adesso succedano solo in Lombardia o sul Tirolo. Cioè, la perdita dell'identità, la mancanza di cultura, il problema dell'estetica, il problema della mobilità, il problema della perdita della diversità biologica è un problema globale, non è una questione che noi possiamo definire solo in questo territorio. E secondo me una delle cose che bisogna fare è cercare di pensando che le cose non succedano solo qui. Perché questo serve per capire qual è la differenza vera tra questo territorio e il resto del territorio che ha o caratteristiche morfologiche simili o caratteristiche culturali o storiche simili. Se no non riusciamo a capire qual è effettivamente la differenza. E secondo me una delle cose importanti per capire qual è il futuro è riuscire, e credo che lui chiedeva chi sono gli attori, quelli che decidono, secondo me siamo tutti. Adesso, attualmente la situazione, però è una situazione, secondo me, è relativa a questa epoca, noi pensiamo che le cose vengano decise dai politici, no? Questo lo pensiamo, lo vediamo, adesso anche nel mio lavoro può darsi che sia così, però non è così, no? Perché il decisore diventa chi crea consenso, chi ha un'idea o qualcosa per cui riesce a creare un gruppo che sta dietro a queste idee. E può darsi che non sia solo il politico, perché può darsi il politico alla fine sia castigato dall'elettore, da 5 anni. Sì, l'economia. No, secondo me siamo tutti, perché il problema principale qui è che io sono contento che qui ci siano tutte queste persone che pensano cose diverse, perché semplicemente facendo un patto, cioè pensando cosa pensa il responsabile del marketing territoriale dell'Alto Adige, non so se posso definire così, però insieme a quello che io faccio come lavoro, per esempio, adesso non è che voglio fare un duo, però sarebbe interessante che io riesca a capire meglio i suoi problemi e lui riesca a capire quali possono essere le cose di cui io sto parlando. Cioè ci dobbiamo capire su che cosa stiamo dicendo in sostanza, no? Perché se non ci siamo mai conosciuti non abbiamo una cultura da mettere insieme. E solo mettendo una cultura di tante persone che pensano delle cose, che è quello che c'è scritto qua dentro, noi riusciamo a trovare una possibile proposta. La questione, appunto, secondo me è la ricerca dell'identità comincia da qui,
Che cos'è che differenzia l'Alto Adige dal resto delle... Sicuramente una cosa è quella che fa parte quasi della mia famiglia. Io ho due bambini bilingui, di cui uno parla e mi piace studiare l'inglese perché vuole diventare un batterista come lui. Però ripeto, sono queste le cose importanti di questa terra, no? Le altre cose sono quelle che abbiamo già detto, sono il paesaggio, sono la storia che bisogna ricominciare a studiare, perché probabilmente qui c'è una cosa che chi è diventato dottore o comunque che ha avuto una formazione culturale più alta, perché ha avuto un'offerta didattica migliore, ha la possibilità di studiare di più questa storia, questo territorio. E quindi proporre agli altri, quindi anche ai turisti, ma anche agli abitanti, che quali sono le differenze che possiamo essere delle cose, una cosa interessante anche da vedere. Secondo me sono... Siamo tutti d'accordo. Sì, quali sono io sono una cosa, perché in fin dei conti è una delle cose che ho studiato personalmente in architettura, e siccome continuate a parlare di estetica, continuate a parlare di forma, io sono convinto che così come non c'è un'identità, non c'è c'è una perdita di cultura, c'è una perdita di differenziazione, ci sia anche la perdita di stile. Il mondo, diciamo, adesso dico una parola che mi dà fastidio, ma il mondo globalizzato ha fatto perdere lo stile anche nella forma architettonica. Cioè voi vedete di tutto in questa terra, come lo vedete comunque in tutto il resto del mondo, perché ognuno, non avendo un ancoraggio, perché non esiste più nella nostra cultura l'ancoraggio o la visione di un mondo unico, abbiamo la possibilità di pensare a quello che vogliamo, che ognuno costruisce quello che vuole, perché lo può fare, si va a comprare i materiali, lo costruisce, chiede un'autorizzazione e si fa la sua casa, e poi l'albergatore pensa che sia meglio costruirsi un castello perché gli ospiti saranno regolati, e si costruisce una capanna di legno perché pensa che lì ci verrà più gente perché gli piace di più la parte dell'architettura. Però l'indifferenziazione dello stile è la stessa cosa, non riusciamo a proporre una qualche forma di riconoscimento delle persone in una forma architettonica. Ma questo è successo sempre nella storia. Lo stile gotico, con gli altri due stili che poi dal 1600 in poi non ci sono più stati, perché sono state solo la ripetizione di quello passato, perché la società è diventata diversa, perché ci sono stati più di un dio. Nel gotico uno rivedeva la forma dell'organizzazione dove Dio era la cosa più importante, e poi c'era il re, poi c'erano i feudatari, poi c'era il castello precedente, cioè ci sono state delle forme sociali che hanno espresso questo modo di la forma di un edificio. Questa cosa la si può ritrovare, e quindi si può anche decidere che gli alberghi o gli ingressi della città siano di nuovo le mura e non siano le zone artigianali. Si tratta solo così di ricercare questo punto dove siamo tutti d'accordo. Allora, vuol dire che tutto va bene, che siamo tutti d'accordo e che vogliamo che tutto vada avanti così come è andato. Possiamo fare anche una guerra. No. In Israele fanno la guerra per l'acqua, però non credo che sia questo. Se stiamo bene vuol dire che ci possiamo mettere qui tranquilli, non vorremmo un po' di guerra se ci mettiamo a discutere su che cosa vogliamo per quante persone possono stare nelle montagne. Ich habe sehr große Schwierigkeiten, das letzte Statement von Herrn Berat noch so stehen zu lassen, weil ich denke mir, wir sind, also so, wenn ich es jetzt mal so kurz zusammenfassen darf, wir sind dank des Tourismus hier, in Zukunft, es gibt nur den Tourismus, der Tourismus hat uns alle gerettet, also so Dinge, die ich jetzt einfach mal rausgehört habe. Ich denke mir dann einfach irgendwie um die Zukunft, sind es 51 Leute, die eine Meinung oder eine Zukunftsvision geschrieben haben, die komplett falsch liegen, weil ganz wenig eigentlich die Vision oder die Zukunft im Tourismus sehen oder
besser gesagt, dank des Tourismus entwickeln wir uns. Gibt es für Sie irgendwie auch eine Möglichkeit, dass das Land Südtirol, wenn es nach vorne schaut, abseits dem Tourismus, kann es nach vorne schauen? Gibt es da eine Vision außerhalb des Tourismus? Ich glaube, so wie wir derzeit mit der Natur, die wir da haben, mit der Landschaft, die wir haben, zum Glück haben, also ich lebe in Dolomiten, also Dolomiten sind eben zum Glück einmalig, der Messner, der sagt immer, sind die schönsten Berge der Welt, und der, glaube ich, hat welche paar Berge gesehen. Also mit dieser Landschaft glaube ich wirklich, dass auch die Zukunft in Südtirol vom Tourismus geprägt ist. Ich sage natürlich nicht, dass alles Tourismus sein soll, das wäre Blödsinn. Zum Glück in Rhön zum Beispiel. Ne? Wir haben in Rhön, St. Ulrich lebt zur Hälfte von der Holzschnitzerei. Ne? Also es ist nicht nur Tourismus. Und zum Glück haben wir auch die Handwerksbetriebe und auch die Weinbauern und. Aber dass Tourismus eine große Bedeutung hat, davon bin ich überzeugt. Also und dann noch, Frau Ungerleber sagt ja vorher ein bisschen so als Abschluss, ich kann mir nur wünschen, dass in Südtirol auch in Zukunft sehr viele vom Tourismus profitieren können, damit man einfach die Tourismusgesinnung beibehalten kann, dass die Gäste merken, wenn sie nach Südtirol kommen, dass sie gern gesehene Gäste sind. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre in der Zukunft. Und da müssen wir natürlich, und da gebe ich der Dringung vollkommen recht, auf Qualität aufbauen. Ich habe vor kurzem gelesen, es gibt eine Dreifachqualität, die natürliche, die Landschaft und die 3S, die Sauberkeit, die Sicherheit und Service. Dann die materielle Qualität, das ist vielleicht ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis, das sind wir bestimmt auf gutem Weg. Und die immaterielle Qualität, da brauchen wir natürlich sehr viel freundliche Personen und da eben nochmals auf die Tourismus gesehen, um zurückzukommen. Es muss einfach so sein, wie auch in Irland oder sonst irgendwo, wenn einer in einer Straßenecke stehen bleibt, dann kommt gleich ein Einheimischer und fragt, ob er was braucht, wo er hin will und ob er irgendeine Antwort auf seine Fragen haben will. Und das ist natürlich sehr wichtig und das kann nur sein, die Tourismusgesinnung, wenn so viel wie möglich Südtiroler vom Tourismus profitieren. Ich will mich jetzt selber nicht aufnehmen, aber ich bin zum Teil halt aus den Anden und aus der Steiermark und ich frage mich noch halt, der Markt selber stellt sich ja auch irgendwie im Vergleich. Und da möchte ich auch irgendwie vielleicht irgendwie eine Meinung dazu hören, wie sehr sich zum Beispiel jetzt Südtirol im Vergleich zum Veneto, zum Trentino, zum Tirol oder Graubünden irgendwie besonders unterscheidet und wie wir das irgendwie in der Zukunft wahrnehmen können. Die Frage wird von Rutsch noch nur einen Satz dazu. Ja, wir werden ohne Tourismus nicht auskommen. Wo wir Optionsmöglichkeiten haben, ist, in welche Richtung wir das entwickeln. Aber an der Frage, dass Südtirol stark von der Tourismuswirtschaft leben wird, dazu gibt es eigentlich keine Option. Ich wüsste nicht welche, wenn Sie welche wissen. Ich habe auch in diesem Buch keine gefunden. Aber wo wir Optionsmöglichkeiten haben, ist, man kann sehr gut entscheiden. Ich habe nicht gesagt, dass man entscheiden und planen kann. Ich habe nur gesagt, man kann Szenarien entwickeln und man kann in einer Welt, die reisefreudig bleiben wird, wo Menschen sich bewegen werden, dort kann man ziemlich gut entscheiden oder zumindest gut eine Richtung vorgeben. Das kann man schon. Und dann kann man so oder anders landen. Man kann Ischgl machen oder man kann eben auch, was weiß ich, Uldental machen. Beides sind touristisch. Und dann kann man überlegen, so, jetzt zur Frage, wo würden wir uns gerne unterscheiden? Also Differenzierung, sich zu unterscheiden von etwas, gehört je nachdem, aus welchem Raum man es sieht, zum Erfolg. Das heißt, wenn wir es in Nahräumen sehen,
dann muss man sich natürlich von der Steiermark irgendwie unterscheiden. Wenn man es von kontinentalen Räumen sieht, dann muss man das weniger. Weil dort muss man im Wesentlichen sagen, die Alpen sind etwas, was man sehen muss, und ob das dann jetzt in den Salzburger Alpen stattfindet oder in den Dolomiten stattfindet, ist eigentlich dann eine zweite Komponente. So wie wir sagen, wir möchten die Rocky Mountains sehen, und dann wissen wir auch nicht ganz genau, liegen die jetzt in Kanada oder in den USA und so weiter, wir sagen, das ist die Konzentration. Wenn wir jetzt von den Nahräumen reden, dann sage ich, ja, dieses Südtirol hat eine kontrastreiche Symbiose zwischen Alpin und Mediterran, die es sonst nirgendwo gibt. Und dieses Alpin und Mediterran, das ist einfach ein Differenzierungsmerkmal. Wenn Sie sagen, was uns vom Trentino unterscheidet, wird es schwieriger, dann könnte ich Ihnen sagen, dass, da unterscheidet uns nur die Sprache und eben eine Nähe zu einer anderen Kultur. Ansonsten von den Alpen her, die Dolomiten, die liegen auch in Veneto oder auch in Trentino sogar zum größeren Teil, können wir uns nicht unterscheiden. Wenn Sie sagen, wo unterscheiden wir uns eben auf dieser Seite, dann sage ich baukulturmäßig, könnte man sagen, die Dörfer schauen bei uns anders aus als eben in San Martino di Castrozza oder was auch immer. Und da gibt es schon Unterschiedlichkeiten. Wo wir uns am meisten unterscheiden aus meiner Sicht, ist in der Kulturlandschaft. In der Kulturlandschaft unterscheidet sich Südtirol eklatant von all dem, was rund um uns umgibt, von Graubünden, es unterscheidet sich vom Ticino, es unterscheidet sich von der Steiermark und es unterscheidet sich auch von Salzburg. Und da sehe ich Differenzierungsmerkmale, und dann sagt man, okay, in diesen Punkten ist man sich natürlich um den Gast auch Konkurrent. Am Ende, und dann verzichte ich auf alle Statements zum Schluss, ich sage, unser Glück wird die Provinzialität sein. Zum Schluss werden wir in einer globalisierten Welt froh sein, so provinziell sein zu dürfen und so viel zu haben. Das ist ein Wahnsinnswiderspruch. Aber wir werden froh sein, dass wir so viel an Regionalität, und ich sage mal jetzt abwerten, vielleicht ein bisschen, aber als Provinzialismus erhalten haben, dass wir nicht aufgegangen sind, dass wir kämpfen mussten um unsere 28 Dialekte, die ich auch gerne verwende, nur dann, wenn ich italienisches Publikum weiß im Saal, dann mache ich das eigentlich weniger, aber das ist doch, glaube ich, so eine Frage, da kann jeder tun, wie er meint. Ich glaube, es ist auch ein Respekt, dass man Menschen versucht zu sagen, wenn Italiener immer im Dialekt reden, ich verstehe da nichts, die Trentiner. Das ist sozusagen mein Zugang dazu. Deshalb glaube ich, dass wir das alles in der Provinzialität eine große Stärke haben werden, und die Menschen global werden genau das suchen, wo es sozusagen Gemeinschaften gibt, die imstande gewesen sind, nicht autark zu leben, das ist nicht möglich, aber die möglichst viel von dem, was sie intern verbindet, eigentlich sich für sich selbst erhalten. Und da gebe ich jenen recht, die kritisieren würden, wir täten das nur für jemand anderen. Wenn wir es nicht für uns selbst tun, wird es nicht überleben. Wird sich das im Preis auch niederschlagen? Weil wenn ich zum Beispiel als Konsument dann irgendwie entscheiden könnte, ja, vielleicht ist es in Tirol dafür billiger für mich. Ja, dann müssen Sie dorthin gehen. Mhm. Den Kampf um den billigsten Preis wird Südtirol immer verlieren. Immer. Weltweit sowieso und im Alpenraum auch. Das hat jetzt mit vielen Dingen zu tun, aber weniger jetzt unbedingt mit der Geldgier. Gier ist so eine Geschichte, ich sage es mal wertfrei. Die Kosten, die dieses Land hat, ganz gleich, ob das jetzt darum geht, dass wir eben Zweisprachigkeit erhalten müssen oder was auch immer, in der öffentlichen Verwaltung alles in zwei Sprachen ausführen müssen oder wie auch immer, Administrationskosten, wird dieses Land immer in eine Kategorie bringen, wo wir kämpfen lernen müssen darum, dass wir den gerechten Preis bekommen. Das wird unsere Schwierigkeit wirklich sein, weil unsere Kosten wir nicht imstande sind, sozusagen nach unten zu bringen. C'è molto l'immagine stasera di questo contadino che d'inverno va a portare i turisti e poi d'estate si riposa. Secondo me proprio il problema sta un po' qui, perché non credo che questo contadino possa sopravvivere portando in giro quattro turisti. Quindi mi chiedo un po' da dove arrivano i suoi pari quotidiano, no? Quindi forse c'è uno spreco di risorse in qualcosa che non ha proprio tanto, non ha tanto senso, non è tanto sostenibile mantenere un contadino che si riposa d'estate. Cioè, non sembra che abbia nessun senso questa cosa. Io non sono sottotitolese né altro tesino, se non diretti. La difficoltà secondo me in Sottirolo è che le risorse vengono sfruttate
in modo un poco organizzato e poco riflettuto. In che senso? In diversi ambiti, non quindi tutta la cultura, quindi penso anche al turismo, secondo me l'Esso Tirolo ha delle grosse possibilità anche economiche, visto che comunque ha possibilità di sostenere diversi progetti. E allora mi chiedo perché non riesca a focalizzare alcuni ambiti che non sono, di cui non ci sono uguali in altri luoghi. Per esempio adesso lui fa queste escursioni particolari con i turisti. Non dico che dobbiamo fare delle cose troppo difficili da capire, ma perché non riusciamo a specializzare in questa sera forse il turismo, in modo che anche il pubblico sa che se vado nel Dolomiti o se vado nel Sud Tirolo posso trovare questo tipo di qualità, perché ricreare qui dei parchi giochi o delle strutture che si trovano anche in altri luoghi diventa un po' un controsenso, perché è già territorialmente difficile arrivare su più in Alto Adige, no? Quindi se trovo un parco giochi vicino a nelle Alpi Lombarde o nelle Alpi, insomma, andrò lì e non vado su più. Quindi se l'offerta non è specializzata, non ha una determinata qualità, secondo me è destinato il povero contadino che si riposava d'estate, forse dovrà cominciare ad avere qualche incubo. E poi andrei nell'ultimo giro. Approfitto per rispondere a Daniele, perché probabilmente è la stessa cosa che dire. Allora, il motivo per cui è difficile specializzarsi in questo tipo di turismo, poi il motivo per cui anch'io, che ho lavorato adesso diciamo per 10 anni, ho lavorato con l'ufficio parchi facendo la guida dei parchi, e poi invece ho cominciato a farlo privatamente perché non mi pagano di più. Il motivo per cui no, è anche perché è un problema di nicchia, cioè quel tipo di ospite che viene a trovare con determinate velleità, che a cui puoi anche tra virgolette vendere un certo tipo di, come si può dire, di fruizione della montagna, del nostro paesaggio, è comunque una nicchia, cioè però è limitato, non credo mai che sarà una fetta sostanziosa del nostro tipo di turismo. Questo mi dispiace dirlo, cioè, perché non è la parte che volevo difendere, però credo anch'io che non abbiamo scelta. Il turismo è quello che ho detto all'inizio, è l'unico modo che abbiamo per avere un'economia che abbia, che subisca senza troppi traumi, perché già ne ha avuti e già ne sta avendo, il passaggio da una società molto occupata rurale nel settore primario a quella dei settori, dei servizi, quindi del terziario. E perché effettivamente anch'io non vedo molte alternative, perché le zone che possono essere vocate all'industria high-tech, visto che siamo nel Sunny Belt, sono comunque contenute. Allora adesso, visto che però siamo stati invitati a chiudere, sì, e visto che è stata chiesta una visione, cioè di quello che mi piacerebbe vedere nei prossimi 10, 20, 50 anni, ma allora, tutto sommato non trovo che le cose vadano così male come direzione. Quello che io appunto dicevo prima, vorrei avere un maggiore coordinamento, nel senso che se si parla di turismo, che siamo più o meno tutti d'accordo in che direzione andare, se vogliamo fare un certo tipo di turismo di massa, se vogliamo fare di qualità, e come fare, che ci fosse più coordinamento con una pianificazione territoriale, per cui le zone vocate al turismo saranno zone vocate al turismo e invece l'imprenditoria di tipo quasi industriale da un'altra parte. Vorrei avere un'agricoltura montana che, visto che non è sostenibile, quello che non è sostenibile è il sovvenzionare l'agricoltura montana. Infatti, adesso mi dispiace parlare sempre per burocrazia dell'Unione Europea, però la politica comunitaria non è quella di incentivare l'agricoltura come è stato fatto negli anni 50-60 con situazioni e condizioni completamente diverse. L'esigenza piuttosto è quella di far diventare i contadini sempre più degli imprenditori.
e questa è la famosa riforma Fischer, e quello di aiutare l'ambiente rurale appunto in questo passaggio verso i servizi, quindi piuttosto c'è lo sviluppo locale, c'è non voglio usare il termine educare, ma voglio usare il termine aiutare le società rurali a, per esempio, specializzarsi su prodotti di qualità, perché sono le poche strade che sono rimaste aperte all'agricoltura di montana per in qualche modo sopravvivere e chiedendo il giusto prezzo, visto che l'agricoltura montana altrimenti non è economicamente, come molte altre forme di agricoltura in Europa, non più sostenibile, non riusciamo più a permetterci di produrre determinati prodotti in maniera competitiva, perché soprattutto anche per il costo della manodopera, questa è una cosa che è famosa. Quindi vorrei invece che questa popolazione rurale venisse aiutata, per esempio, non so,